Hallo, ich begrüße euch zum nächsten Thema. Es geht um den Umgang mit Lupen, Stereolupen und Mikroskopen. Dabei will ich euch verraten, welche Vergrößerungen, Besonderheiten sowie Vor- und Nachteile die optischen Geräte haben. Zunächst die Handlupen. Sie besitzen einen Stiel oder Griff. In den Griff der zweiten Lupe sind Batterien und eine Lampe eingelassen, wodurch sie auch im Dunkeln einsetzbar ist. Man hält sie über das Objekt und führt sie nach Bedarf zum Auge, um zu vergrößern. Je nach Wölbung der Linse erreicht man bis zu fünffacher Vergrößerung. Hier sind drei Einschlaglupen verschiedener Bauart zu sehen. Die kleineren bringen es auf 10 bis 20-fache Vergrößerung, aber nur, wenn sie richtig angewendet werden. Das Objekt wird nah an die Lupe geführt. Nah vor das Auge, etwa 2-3 cm, hält, sodass ein scharfes Bild entsteht. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com